So Leute, guckt euch das an. Im Flur, Dame Zwicky, die steht schon bereit. Im Flur haben wir jetzt schon die Fußbodenheizung verlegt. Also das ist so die erste Schicht, der erste Teil. Die ist jetzt verklebt. Und im Bad, da haben wir schon den ersten Spachtel drauf. Also das ist nochmal Kleber, damit die auch wirklich plan liegt. Darauf kommt dann jetzt Ausgleichsmasse. Das macht der Fliesenleger sich aber selber. Und hier, wie ihr seht, ist noch gar nichts. Da liegt die nächste, oder steht die nächste Fußbodenheizung schon bereit. Die müssen wir jetzt auch noch verkleben. Und dazu nehme ich euch jetzt mit, wenn ihr Lust habt, dann bleibt dran. Mein Schatzi ist auch dabei und hilft mir heute. So, lass uns jetzt hier raus. Thank you.
So Leute, die Fußbodenheizung ist jetzt auch verlegt. Und Schatz, sie hat mir echt richtig gut geholfen, weil alleine hätte ich das niemals so schnell hingekriegt. Das ist echt gut. Jetzt haben wir das verklebt. Also mit dem doppelseitigen Klebeband, das gibt es immer wegseitig dazu. Das ist da direkt schon dran. Und da muss jetzt dann noch die Ausgleichsmasse der Spachtel auf, damit der Fliesenleger sich das hier ausgleichen kann. Also ihr seht, das ist hier eingefasst in so einem Armierungsgewebe. Auch schön verklebt, und wenn man da so ein bisschen dran wackelt, kann man das auch sich so ein bisschen ziehen, also wenn das notwendig ist. Ja, das sind jetzt 8 Quadratmeter. Und da, wo die Küche hinkommt, da haben wir bewusst keine Fußbodenheizung untergemacht, weil das würde dann Stauwärme unter den Möbeln geben und das soll nicht sein. Da vorne ist es vielleicht ein Ticken zu weit, weil da kommt dann auch der Kühlschrank hin, aber das haben wir jetzt mal großzügig ignoriert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, nach oben natürlich, schreibt was in die Kommentare, schaut auch die anderen Videos und dann sage ich Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.